härter rangehen im Mittelfeld, auch in der Abwehr. Und was muss er sehen? Diese Zweikämpfe gehen zu 80% verloren. Möller. Und Tor. Sehr schöne Einzelleistung. 9,5 Minuten gespielt jetzt. In der zweiten Hälfte 1:0 durch Andreas Möller. Schießt neuerdings in jedem Spiel sein Tor. Nochmal die Szene. Eine schöne Einzelleistung, schnell, technisch gut, mit dem Kopf vorgelegt. Sehr gut gemacht. Sein 8. Tor in der Nationalmannschaft. Achtung, Kohler gewinnt. Das Kopfballduell, da kommt der Nachschuss. Die reklamieren Hand, Ilgner. Und nochmal. Jetzt gibt's Elfmeter. Vielleicht hätte es davor das geben müssen, aber warten wir mal die Zeitlupe ab. So, da kommt die Parade von Ilgner. Er hat den Ball gespielt, Jürgen Kohler. Kein Elfmeter. Aber doch Elfmeter. Lofti Ruisti hatte geschossen. Das war eine sehr gefährliche Situation. Vorher hatten schon die Zuschauer Hand reklamiert. Aber die Situation, die der Schiedsrichter für Elfmeter würdig gehalten hat, war sauber. Jürgen Kohler hat nur den Ball gespielt. Fauzi Ruisi gegen Bodo Ilgner. Der Ausgang. 63. Spielminute. 1:1. Sicherlich nicht unverdient. Die ersten 10-15 Minuten gehörten den Arabern. Aber genauso wie die Deutschen das Tor gemacht haben, als Tunesien stark war, macht Tunesien das Tor, als die deutsche Mannschaft gerade aufkam.